So, guten Abend, meine Damen und Herren. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Komme ich hier zum Kloster oder muss ich durch den Haupteingang gehen? Ich muss an da zur Bar hoch. Hallo, Ascenery 911. Ja, absolute krasse Erinnerungen, nicht? Geile Zeit. Ich bin hier oben. Warte, ich zeige euch das kurz. Ich bin hier. Das ist also hier alles vermodd hier. Ich bin hier. Links von mir gibt es irgendwie was. Eins, das könnte eine Waffe sein. Hier links von mir ist eine Waffe, die ich einsammeln kann. Das ist der rote Punkt. Aber ich kann ja mal ganz kurz das ausmachen. Wo ist denn... Hier hin muss ich... Also bin ich hier richtig. Ich muss hier hoch und dann zur... Hier ist die Bar. Und da lang. Was geht's hier an? Was geht's hier an? Wer ist das? Reiner Unsohn ist das, ne? Ich glaube, so ist das. Das ist, so. Also hier sind wir an der richtigen Tür. Und direkt vor mir ist eine Waffe, eine rote. Das ist die. Ist hier bestimmt hier drinne. Und weil ich aber die Türe noch nicht... Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nicht auf. Genau, ich komme in die Türe nicht rein. Was brauche ich? Oder ist das hier drinne? Kann ich hier eine Waffe mopsen? Jetzt schlafen ja alle. Kann ich hier drinne vielleicht eine Waffe klauen? Hier ist sie nicht. Das muss in dem Turm sein, oder? Hier liegt nichts. Hier ist auch nichts drin. Ich könnte euch... Ich wusste zum Beispiel auch gar nicht, dass man aus Wandschränken was klauen kann. Das kannte ich damals eben auch noch nicht. Ja, ich glaube mal, ich muss hier rein, um noch was zu mopsen, oder? Ja, irgendwie hier. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Oder hier oben. Naja, so. Wir gehen mal jetzt, wir laufen jetzt mal der Straße nach zur Bar. Wenn es nachts regnet, sieht mich auch der Suchende, glaube ich, nicht, oder? Wir können auch nochmal zu Jack gehen. Der hat ja gesagt, wir sollen mal bei dem vorbeikommen. Alter, ich muss also ganz kurz ein bisschen Licht machen. Das kannst du ja gar keinem anbieten hier. Ja, moin. Sorry. Ich wollte gar nicht stören, Mann. Ein ungutes Gefühl. Oh. Ich hoffe, ich laufe richtig jetzt, ne? Ich verlaufe mich bestimmt gerade. Die Suchenden sind aber nicht sonderlich schnell, oder? Die sind halt nur ein bisschen, die nerven ein bisschen, aber schnell sind sie nicht. Aber die machen, dass es mir nicht gut geht. Ja, ich war gerade eben noch in der Minenkolonie, habe eine richtig geniale Sache gekauft. Und jetzt will ich zum Kloster. Und auf dem Weg zum Kloster möchte ich aber ganz gerne noch Sachen einsammeln. Und möchte noch gucken, da ist ja dieser andere Tempel noch, wo die Wassermarke am Start sind. Ich hoffe, ich finde den nochmal wieder. So, hier ist gleich die Bar. Die Taverne. Zu irgendeiner Harpie. Wo konnte man sich nicht raus teleportieren? Ich konnte mich aus der Map auch nicht raus teleportieren. Ich musste laufen bis zum Pass. Und da habe ich meinen ersten Ork besiegt am Pass. So. Den haben wir weggemacht, den ersten Ork. Jetzt hier gucken wir. Irgendwie hier runter. So, pass auf. Jetzt müssen wir mal gucken, was es hier für Viecher gibt. Nicht, dass gleich wieder Wargs am Start sind. Hier höre ich auf jeden Fall irgendwas. Das könnte aber auch so ein komischer Grashüpfer sein. Ich könnte natürlich einen Bogen in die Hand nehmen. Dann sehe ich auch, was hier vor mir ist.
Genau, das war genau am Minenpass. Und dann sind wir ja hier rübergegangen, dann habe ich mich in die Stadt teleportiert. Okay. Hier seht ihr, die Rüstung ist, da ist sie natürlich genial, ne? Das war, jetzt haben wir mal gesehen, was die Rüstung kann. Die wir uns für 1800 Gold gekauft haben. Die war, das ist heftig. Aber hier ist ja der Weg zum richtigen Kloster. Hier ist auch nicht der Tempel, wo die Wassermarke ist. Wo muss ich denn langlaufen, um die Wassermarke zu treffen? Segne mich. Ich segne dich im Namen Innos. Danke. Zeig mir deine Ware. Der hat Heiltränke. Maximale Lebensenergie. Oh, 1300 schon wieder. Ey, wo soll ich denn das Geld hernehmen? Du hast noch irgendwas Gescheites hier gemacht. Man könnte sich zwar was leisten, aber ich will mal nicht unnötig hier Geld ausgeben. Danke. Möge ihn. Na ja, dann können wir jetzt auch einfach hier hinterlatschen zum Kloster. Ja, genau, das ist richtig, beim Aztekentempel. Und ich habe eigentlich gedacht, dass ich den hier finde, in der Richtung, weil ich dachte, es ist Richtung Kloster. Aber ich... Warte, pass auf, ich zeig dir das gleich. Ich speichere jetzt mal ab hier. Wer ist das? Und dann zeige ich euch das mal. Wir machen jetzt eh gleich Schluss für heute. Hey, du. Warst du schon mal im Kloster? Kann sein. Wieso? Nehmen die noch Leute. Ich weiß sonst nicht, wo ich bleiben soll. Wer ist denn Jorgen? Wo kommst du her? Ich war Kapitän eines großen Walfängers, mein Junge. Die See ist mein Zuhause. Mein Schiff, die gute alte Magdalena, ist vor einigen Monaten von Piraten versenkt worden. Und nun bin ich hier gestrandet. Ich wünschte mir nichts mehr, als wieder in See stechen zu können. Doch seit ich hier bin, hat in dem verfluchten Hafen kein Schoner mehr angelegt. Das einzige Schiff, was in Korinis vor Anker liegt, ist die verfluchte Kriegsgaleere des Königs. Und die nehmen keine Leute. Was bleibt mir denn noch? In der Stadt gibt es keine Arbeit für mich. Ich lasse nichts unversucht. Pass auf, ich zeig dir gleich mal, wie du das vermeiden kannst mit den Bieren. Besser, du verschwindest von der Straße. Mach dir keine Sorgen. Ich habe schon gemerkt, dass die Wildnis hier draußen in den letzten paar Tagen verdammt gefährlich geworden ist. Okay, dann haben wir das. 19. Nami. Nico, war das nicht Nico, war das, ne? Nico, wir sind hier kurz vorm Kloster. Wir wollen jetzt ja das Auge von Innos holen. Da steht irgendwer, genau, der mich nicht reinlässt. Und das gucken wir uns aber leider erst beim nächsten Mal an. Also das ist für heute schon wieder zu Ende, ja, die Zeit. Ach, das ist Milton. Wie bist du so schnell zum Kloster gekommen? Was soll die Frage? Ich habe mich durch den Pass geschlichen und dann auf direktem Wege zum Kloster begeben. Zugegeben, es war nicht immer leicht, den ganzen Monstern auszuweichen, die sich diesseits des Tales breit gemacht haben. Aber letztlich hatte ich weniger Probleme als erwartet. Milton ist solcher Feigling, ne? Ich muss dringend ins Kloster. Ich kann dich nicht ins Kloster lassen. Ich bekomme Ärger mit dem Hohen Rat. Ohne Erlaubnis meiner Vorgesetzten darf ich niemanden ins Kloster lassen. Ach, jetzt steht Milton vor dem Kloster? Es ist wichtig. Es geht nicht. Pyrokar reißt mir den Kopf ab. N3H, okay. So, pass auf. Weißt du, wo die anderen sind? Gorn hat seinen Kerkeraufenthalt bei Garond ganz gut verkraftet. Jedenfalls wollte er zu Lee und gucken, was auf dem Hof so passiert. Nach dem Kerkeressen wird er sich wohl gerade den Wanst vollschlagen und die Vorräte der Söldner auf eine echte Bewährungsprobe stellen. Diego hat was von einer Abrechnung gemurmelt. Keine Ahnung, was er damit meinte. Ich vermute aber, dass er in der Stadt ist. Du kennst ihn ja. Immer da, wo was zu holen ist. So, na gut.
Das ist ein Brief? Weißt du etwas über die vermummten Gestalten? Nein, aber ich habe ein ungutes Gefühl bei diesen Typen. Sieh dich vor, wenn du ihnen begegnest. Ich kann es in dem Brief nicht mehr sagen, ne? Ich muss dringend ins Kloster. Ich kann dich nicht ins... Ohne Erlaubnis... Aber hier, guck mal. Ich habe einen Brief von Lord Hagen. Zeig mal her. Ist die Sonne auf? In Ordnung. Hier hast du den Schlüssel vom Kloster. Pyroka ist in der Kirche. Jetzt kommen wir da rein. Erhalten Klosterschlüssel. Jetzt können wir die Tür zum Kloster auftun. Ach, jetzt erinnere mich. Jetzt erinnere ich mich. Der sieht ein bisschen aus wie Diego, der Typ da. Guck mal. Warum läuft der jetzt so komisch? Hier ist ja, das ist ja, das Kloster ist ja genau, da kann man ja außen rum. Ach, guck. Hier wollten wir ja, hätte ich ja Novize werden können. Aber habe ich irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt. Wollen wir uns mal anschauen, wie die Sonne gleich aufgeht? Wovon, wo geht sie denn auf? Da ist der Sternenhimmel. Sternschnuppen wären noch geil, ne? Wenn man das lustig sehen würde. Sieht schon wirklich nice aus. Das muss man mal sagen, ne? Oder? Da oben ist auf. Guck mal, da ist ein gelblicher oder anderer Stern. Ob das der Polarstern sein soll? Na gut, okay. Das machen wir beim nächsten Mal, meine Damen und Herren. Ich speichere jetzt hier ab, genau vor wer auch immer da steht. Und dann müssen wir noch diese Wassermarke in dem anderen Tempel suchen. Da muss ich nochmal hin, weil da war ich ja auf dem Teleporter nicht drauf. Aber, meine Damen und Herren, ich zeige euch jetzt nochmal die Software, mit der das geht. Pass auf. Danke für den Hinweis. Zum Glück. Ich bin ja auch wirklich froh, dass es immer mal jemanden gibt, der auch dabei ist hier und dann auch mal sagt, du, pass auf, du hast vergessen, die Szene zu wechseln. Da habe ich alles schon erlebt. Ich bin, da staunst du, oder? Hä? Da sind wir da ein bisschen, da staunen wir ein bisschen, oder? Ich bin nämlich ins Kloster reingekommen, ohne dass ich da 1000 Taler für zahlen muss. Leute, du kennst ja, Filzif, du kennst ja Gothic 2. Sag mir doch mal eins. Wäre ich irgendwie auch ins Kloster reingekommen, ohne... Also, genau, es ist ja so, wisst ihr, diesen Mod, den ich jetzt spiele, ich bin der Meinung, früher, ja, als ich noch ein Kind war, ein Jugendlicher, da habe ich Gothic 2 ja schon mal gespielt und da habe ich als Novize gespielt vom Kloster und habe hier die ganzen Quests machen müssen. Das, was mir gerade einfällt, was ein Problem für mich ist, ich hätte jetzt in diesem Spiel im Leben nicht geschafft, ich hätte nicht gewusst, wie ich an die 1000 Gold kommen soll. Ich hätte keinen Schimmer gehabt, wo ich das Geld zusammenkratzen soll. Wisst ihr, im Originalspiel, da kann man lernen, den Tieren die Zehen, das Fell abnehmen und die Zehen rauszerren und so, die Krallen abreißen, wie auch immer. Dann macht man ein paar Scavenger fertig, dann kann man ein paar Krallen verkaufen und dann irgendwie kriegt man das schon hin. Aber hier, wo ich für so eine scheiß Kralle von einem Lurker, das wäre eine Idee gewesen. Natürlich, ich hätte meinen Körper verkaufen können. So, jetzt gucken wir erstmal, wir sind ja hier reingekommen, wir haben noch gar niemanden angequatscht, das machen wir mal. Guck mal hier, Opolos. Opolos guckt nur, der hat, guck mal, die Rüstung unterscheidet sich gar nicht so doll von der, die ich trage. Was machen die Schafe? Was sollen die schon groß machen? Sie stehen in der Gegend rum und fressen. Erzähl mir lieber, was da draußen geschieht. Die Magier scheinen sehr nervös zu sein. Matt würde den Schafen gefallen, ja. Dem Matt würden die Schafe gefallen, ja. Fremde in schwarzen Gewändern durchwandern das Land. Was meinst du? Was für Fremde? Niemand weiß, wo sie herkommen. Sie tragen schwarze, lange Gewänder und haben ihre Gesichter verdeckt. Sie scheinen eine Art Magier zu sein. Zumindest sind sie der Magie mächtig. Das klingt beunruhigend. Aber ich bin mir sicher, dass der Hohe Rat dieses Problem lösen wird. Der Hohe Rat... Hohe Rat, ich habe gerade was gesehen, was ist da los? Geht das gar nicht? Na, wir lassen es erstmal, ignorieren wir es erstmal. Im Minental gibt es Drachen. Sie belagern zusammen mit der Ork-Armee die Truppen des Königs. Drachen? Ich dachte immer, die gibt's nur in den Schauergeschichten. Glaub mir, sie sind da. Aber die Paladine des Königs werden doch mit ihnen fertig. Das wird sich zeigen.
So. Also, jetzt haben wir das einfach dem Typen erzählt, der die Schafe hütet, und haben dafür 300 Erfahrungspunkte bekommen. Ich denke mal, wichtiger wird es vielleicht sein, das hier drinnen dem Hauptmeister zu erzählen. Parlan? Wir müssen uns mal in Ruhe das Kloster auch dann angucken, ne? Was es hier so alles noch gibt. Vielleicht können wir noch ein paar Quests machen. Hörst du überhaupt, guck mal, hörst du das, dass hier eine, ihr spielt doch was, ihr spielt doch irgendein Instrument. Wie geil ist das denn bitte? Das gucken wir uns jetzt mal an. Hier spielt doch jemand die Orgel, ne? Wo ist es denn? Wo ist denn die Orgel? Guck mal, da oben ist das Auge Innos, oder? Also ist die Musik schon im Original damals gewesen? Der hat ein Auge auf mich, da oben. Das ist der Hohe Rat. Geil, oder? Also ich finde ja, das ist ja schon cool. Also es ist ja schon wirklich cool. Jetzt reden wir mit Parlan. Ich weiß nicht, warum man dir erlaubt hat, das Kloster zu betreten. Ich bin Parlan und verantwortlich für unsere Novizen. Ich möchte nicht, dass du sie durch dumme Fragen von der Arbeit abhältst. Ist das klar? Das ist natürlich cool. Also was heißt cool? Ich weiß nicht, ob das cool ist. Hat das Vorteile, wenn man eine Privatpraxis bekommt? Klar. Das will ich hoffen. Was hat er gedacht? Dass wir jetzt hierher kommen und alles kaputt machen oder was? Hast du sonst noch was für mich? Ja, als Angehöriger des Ordens bekommst du den Schlüssel zur Bibliothek. Dort findest du die Brüder Karras und Hyklas. Falls du es wünschst, kannst du dort mit ihnen sprechen. Aber lass meine Novizen in Ruhe. Okay, ich habe den Schlüssel bekommen. Guck dir das mal an. Ist ja krass. Wo finde ich? Die Bibliothek. Die Bibliothek ist am Ende des linken Säulenganges, direkt gegenüber der Kirche. Aber das Geld bekommst du dann quasi von der Krankenkasse zurück, wenn du das jetzt vorher auslegen musst, nicht wahr? Ist doch so, oder? So, naja, okay, jetzt gehen wir erstmal zum Hohen Rat rein. Dann ist natürlich gut, modernere Methoden und ich sag mal, wenn man das Geld hinterher zurückbekommt, ist ja, wenn du zum Beispiel verbeamtet bist, wenn du bei der Polizei arbeitest oder wenn du Lehrer bist, verbeamtet oder wenn du bei der Polizei bist oder bei Staatsbundesfeuerwehr oder so, da ist es ja am Ende auch so, dass du dann eine private Krankenkasse gehst und zum Beispiel für die Rente eine Anwartschaft bezahlst und so weiter. Und dann ist es ja auch so, dass du als Privatpatient bei den Ärzten auch immer alles vorstreckst und das dann hinterher zurückbekommst. Ne? Oh, ich finde gerade den Sound total geil, muss ich ehrlich sagen. Ne? Ob die böse sind, wenn wir das klauen, was hier rumsteht? Sind die da böse? Wir gucken mal, ne? Oder? Das Erste, was wir machen, ist, bevor wir irgendwas machen, wir beklauen die erstmal. Ich hab's verstanden. Ich kann's nicht wieder zurücklegen. Tut mir leid. Ne, ich glaube, das mögen die nicht, wenn ich die haue. Das, guck mal, die mögen es bestimmt auch nicht, wenn ich eine Waffe ziehe. So, ich klaue jetzt mal, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt so mich mit dem Rücken davor stelle, können die dann sehen, dass ich was klaue? Nö, ne? Na gut, ich quatsche die erstmal an. Guck mal, Serpentes, Pyrokar und Ultar. Das ist also der Hohe Rat der Feuermagier. Jetzt können wir die auch mal dazu anquatschen. Ich bin hier vorher ja gar nicht reingekommen. Einige Bürger von Korinis sind auf seltsame Weise verschwunden. Das ist mir bekannt und sehr bedauerlich. Jedoch haben wir uns mit den Magiern des Wassers darauf geeinigt, dass sie sich der Sache annehmen. Gleiches gilt für die Untersuchung der eigenartigen Erdbeben in der nordöstlichen Region von Korinis. Bisher ist mir nicht zu Ohren gekommen, dass unser Einschreiten vonnöten wäre. Da muss ich also mal hin. Werden wir auch nichts in dieser Sache unternehmen. Ja, aber... Kein Aber. Wir werden verfahren, wie wir es für richtig halten. Und ich hoffe, auch du wirst das respektieren. Ich hoffe, auch du, mein Sohn. Mein Sohn hat er vergessen zu sagen, ne? Ich komme aus dem alten Minental. Was hast du zu berichten? Der Feind hat sich dort formiert und wartet mit einer Armee von Orks und Drachen auf. Das ist uns schon von Milton mitgeteilt worden. Aber wie steht es um die Erzlieferung des Königs?
Die Mine, die Garond im Tal ausheben lässt, wird den Bedarf des Königs nicht decken. Die Tage werden grauer und das Licht der Sonne immer schwächer. Ich bin von Männern in schwarzen Roben angegriffen worden. Ich weiß. Das sind die Suchenden. Schergen der Unterwelt Beliars. Nimm dich vor ihnen in Acht. Sie werden versuchen, von dir Besitz zu ergreifen. Bist du erst einmal besessen, bist du nicht mehr du selbst. Dann kann dir nur noch hier im Kloster geholfen werden. Oh. Also sei vorsichtig. Hier, diese Rune wird dich direkt zum Kloster zurückbringen, wenn du unsere Hilfe bedarfst. Na, auch denk daran, wir müssen Widerstand leisten. Sonst sind wir alle dem Untergang geweiht. Guck mal, wir haben jetzt eine Rune bekommen. Ich bin gekommen, das Auge Innos an mich zu nehmen. Ich sehe, du hast eine Ermächtigung von Lord Hagen persönlich erhalten, das Auge Innos zu tragen. Ich fürchte, ich muss dich enttäuschen. Wir sind einer heimtückischen List des Feindes zum Opfer gefallen. Ach, auf was ist jetzt los? Das Auge Innos ist aus diesen heiligen Mauern gewaltsam entwendet worden. Hä, ich dachte, das leuchtet über dem. Wer hat das getan? Das Böse ist gerissen und wirkt meist im Verborgenen. Nur selten sieht man es ans Tageslicht kommen, um seine bösen Machenschaften zu verrichten. Doch in diesen Tagen ist das anders. Der Feind zeigt sich offen auf der Straße, in jedem Heim und auf jedem öffentlichen Platz. Das kann nur bedeuten, dass er keinen Gegner mehr fürchtet und vor nichts mehr zurückschrecken wird. Einer unserer treuesten Anhänger und Anwärter auf die hohe Robe der Feuermagier ist unerwartet und auf erschreckend bösartige Weise übergelaufen. Pedro, der Feind hat sich seiner bemächtigt und uns damit eine verheerende Niederlage zugefügt. Pedro hat sich gewaltsam Zugang zu unseren allerheiligsten Hallen verschafft und hat das Auge gestohlen. Pedro sagte was. Ich fürchte, er war einfach zu lange alleine draußen vor den Toren und somit außerhalb der schützenden Klostermauern allen lauernden Gefahren ausgeliefert. Pedro habe ich auf jeden Fall schon mal gehört, mit dem hat man schon mal zu tun. Ja, genau, mit dem hat man schon mal zu tun. Das stimmt, die könnten einfach aufstehen und könnten alle Suchenden fertig machen, aber wollen sie nicht, ne? Wohin ist der Dieb geflohen? Pedro schlug einige der anderen Novizen nieder, die versuchten ihn aufzuhalten, und verschwand im Morgennebel. Viele Novizen sind ihm gefolgt, um das Auge unbeschadet wieder an seinen Platz zu bringen. Wenn du sie noch einholen willst, dann musst du dich beeilen, bevor Pedro für dich unerreichbar wird. Jetzt wird's aber spannend. Na, wo gehen wir denn jetzt hin? Wie wär's mit ein bisschen Segen? Ich könnte es gebrauchen. Möge Innos sein zwischen dir und dem Leid auf allen gottlosen Pfaden, die du beschreiten wirst. Danke, das war doch richtig gesehen. Eine Sache noch. Oh. Einige der von Innos geweihten Wegschreine sind vom Feind geschändet worden. Sie haben ihre magische Weihe verloren. Verstehe. Und nun? Es ist an dir, diese Schreine wieder zu reinigen, um die Situation nicht eskalieren zu lassen. Nimm dieses geweihte Wasser und träufle es auf den Sockel des Schreins. Mit den heiligen Worten der Reinigung wird der Schrein seine alte Macht wieder zurückerlangen. Gorax kann dir eine Karte verkaufen, auf der unsere Schreine eingezeichnet sind. Geh nun hin und verrichte deine Aufgaben. Also, das ist ja so geil, ne? Der klingt ja gerade wirklich total... Der klang ja wirklich so ein bisschen komisch, ne? Vielen Dank, King Ares, für das TikTok-Like. Vielen Dank. Schön, dass es überhaupt funktioniert. Ich habe Angst, dass TikTok gar nicht geht heute. Die Situation gerade... Also, ich weiß nicht, wie euch das geht. Aber ich fühle das gerade so richtig krass. Also, wie der alte Mann da sitzt, kaum noch reden kann. Die Musik hier im Hintergrund, diese Orgel, die da spielt, ne? Ich fühle das gerade. Das kommt total an. Das holt mich gerade richtig ab. Also, wirklich. Absolut krass. Hast du mir noch etwas zu sagen? Entferne dich. Du weißt, was du zu tun hast. Das wiederum hat mich gar nicht abgeholt.